Balabulu. Bulibala. Süße, passt doch. Das kannst du irgendwie hinten dran schneiden. Ja. Balabulu, Bulibala. Süße, passt doch. Hammer. Moin, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together von Dave Durden und Alex Flattermann 85. Genau, und eben bei der ersten Aufnahme dieses Let's Plays hast du mich dich auch nicht vorstellen lassen, du Fiesbert. Ja, weil wir es so wollten. Du wolltest es so. Ja, Ich wollte es ja. anders. Achso, du wolltest anders. Das Ja. tut mir leid. Jedenfalls, das ist der zweite Anlauf dieser Aufnahme. Die zweite Anlauf, genau. Die zweite Anlauf, weil bei die erste Aufnahme gab's das Problem. Dass wir unsere Kopfhörer gar nicht angeschlossen haben. Genau. Und das haben wir jetzt aber behoben. Ja, Leute, worum geht's? Es geht um Frontschweine im Multiplayer. Ja. Ein Let's Play Together, was ziemlich kurzfristig und spontan zustande kam, aber nichtsdestotrotz grandios werden wird. Genau. Ja. Und wir haben uns gedacht, wir richten uns zwei Teams ein, die nach unseren YouTube-Kanälen benannt sind. Richtig? Und Dave kennt das Spiel auch so ein bisschen von früher und hätte ganz gerne als erstes Level das Level Krabbeldecke. Ja, falls ihr Genau. übrigens dieses Spiel noch nicht kennen solltet, was ich bezweifle, wenn ihr dieses Video anklickt, aber man weiß ja nie, Ja. dann lasst euch überraschen. Es ist ein Kultspiel der PlayStation 1-Ära, wie ich finde und wie Alex auch findet übrigens und wie Ja, viele natürlich. andere Ja, Millionen Menschen auf der Welt auch finden, von A bis Z in jedem Land. Und ja, was gibt's so großartig zu sagen? Die Elemente dieses Spiels im Multiplayer, die Karten und auch manche Schweine samt ihrer Sprüche, die habt ihr in dem normalen Let's Play von Alex auf seinem Kanal noch nicht gesehen. richtig, weil man bei den Computergegnern, sag ich ja mal, immer nie die Ersatzschweine gesehen hat, weil die ja nie ja in Einsatz gekommen sind. Genau. Und deswegen gibt es ja immer so drei Schweine, die man noch nie gehört hat. Und das ist das Interessante vielleicht jetzt. Ja. Wir hatten übrigens schon geplant, dieses Let's Play schon vor langer, langer Zeit mal zusammen zu machen. Haben uns, also wir kennen uns schon seit über 2 Jahren jetzt über YouTube vor allem, haben uns in der Ja. Zeit richtig gut angefreundet und auch schon viel miteinander erlebt. Ja. Aber wir haben uns jetzt erst im Jahre 2013 quasi, im Sommer 2013, das erste Mal auch real getroffen. Das heißt, Alex sitzt gerade direkt neben mir. Richtig, ja. Ich bin bei Alex zu Besuch im Norden Deutschlands. Genau. Und wir dachten uns, komm, die Chance nutzen wir doch mal und versuchen ein Let's Play Together von Frontschweine auf die Beine zu stellen. Ja. Und da das gleich auch vor ein paar Tagen noch gar nicht wusste, dass der Dave hier angetrudeln würde, ist das wirklich eine ganz, ganz spontane Idee. Und Richtig. echt, das ist gerade mal eben, ja, gestern uns so eingefallen, ne? Genau, Ja. so sieht's aus. Ja. Wir sind auch gut gewappnet, also wir haben hier Cola stehen, wir haben Jo. Tee, lecker, ne? Lecker Ja, auch Tee. der Dave ist jetzt im Teegenuss hier bei Ja, mir. ich trinke aber auch immer Tee, nur halt nicht, ne? Also, Nicht bei mir, ne. nee, nicht bei dir. Vorhin, also, haben wir schon Crash Team Racing aufgenommen. Ja, Die genau. zweite Session von Alex aktuellem Let's Play, wenn wir das hier gerade ausstrahlen, beziehungsweise Ich kann nicht schreiben. merkt man. Macht aber nichts. Übrigens nicht Michael, sondern Ja, das ist nicht Michael, das ist Michael Myers, ne? Aus dem bekannten Horrorfilm Halloween. genau. Also ich benenne meine Schweine hier an einer Horrorfilmfigur und Jigsaw kennt ihr wahrscheinlich aus Saw. Wer nicht, dann eben nicht, aber es ist halt Ist übrigens Jigsaw. auch ein Wort für Puzzle. Auch das, aber es Und ist, kann man ja der Puzzlemörder, ja. Jigsaw ist ja auch der Man könnte Puzzlemörder, auch denken, genau. er ist eine Laubsäge, man weiß es nicht. Also da streiten sich die Gemüter, man weiß es nicht, man munkelt hart, würde der Dave Oh sagen. ja, oh Genau. ja. Und ja, der Jason, den ich hier gerade benenne, das ist der Jason Voorhees aus Freitag der 13. Genau, es gibt auch nicht nur neue Schweine. Er heißt nicht Jas, nein. Es gibt auch nicht nur neue Schweine, sondern es gibt auch ein, zwei neue Ränge. Ja, genau. Es gibt hier neue Rangarten, die ich selbst noch nicht kenne. Deswegen werde ich die gleich, glaube ich, mal ausprobieren. Und wir kennen eigentlich schon den Rest des Spiels sonst, und das war uns Ja. aber doch neu. Also. Ja. Wobei ich die ganzen Level, die man hier anwählen kann, alle nicht kenne, glaube ich. Also Meinst du? paar vielleicht. Ich habe. Krabbeldecke. Und das, was ich mir nachher aussuchen möchte, habe ich eben schon gesehen. Das zeige ich dir dann. Ja, Das sage okay, ich alles ja. klar. So, Jason kriegt. Ja, Jason wird. Die Artillerie wollte ich hier gar nicht. Ein kleines technisches Manko, vielleicht noch in Anführungszeichen, beziehungsweise einfach eine technische Information zu Ihrem Wohlbefinden, liebe Zuschauer. Wir nehmen das Ganze hier über ein einziges Mikrofon auf, über ein Headset-Mikrofon, weil das für Genau. uns wesentlich einfacher ist von der technischen Seite her, was Rückkopplung und Widerhall und so weiter angeht. Wir haben auch nur dann eine Audiospur, die wir verwalten müssen. Richtig, das erspart uns einiges an Arbeit. Genau, das heißt, falls wir ein bisschen anders klingen oder in Anführungszeichen komisch klingen sollten, wisst ihr warum, Also aber komischer als sonst, ne? komischer als sonst natürlich, ne, ist Ja. klar. Aber das sollte gehen, denke ich, also. Freddy ist übrigens Freddy Krueger aus Nightmare on Elm Street, nur mal so nebenbei, Richtig. ne? Ja.
auch als deutscher Kartoffelbauername bekannt. Genau, natürlich. Nichts gegen deutsche Kartoffelbauern, ich mag auch Kartoffeln, gerade von deutschen Bauern sind gut. Ja, ne? Stimmt schon. Ja. Ja, auch Erdbeeren zum Beispiel. Wenn man sie mag, ja. Ja. Als Ersatzcharakter wollte ich Leatherface nehmen, der passt aber hier von der Länge her nicht hin, deswegen nehmen wir mal, ich habe ihn falsch geschrieben, Leather. Nimm einfach nur mal Leather. Wir nehmen Leather. Leather. Lädt er oder lädt er nicht? Das ist ein W geworden. Ja. Ich schreibe diesmal richtig gut. Das klingt wie so ein lettischer Name. Oh. Übrigens, wir hatten auch eben schon, das habe ich auch schon erwähnt, Trivia einfach mal so. Wisst ihr, wie Batman in Schweden heißt? Nee. Also ich sag jetzt nochmal ja, nein, weil ich es eben auch nicht wusste. Nein, er wusste es natürlich eben auch nicht. Nee, genau. War ja klar, ne? Nee, ich kenne Batman, also ich bin nicht so der riesen Batman-Fan, sag ich ja, ja ganz ehrlich. Ja, also das finde ich auch nicht gut. Ja. Also finde ich absolut schlimm. Ich habe mein Ohr verloren. Er hat sein Ohr wieder verloren, seinen Ohrstöpsel. Sein Crash auch schon ein paar Mal. So, und jetzt bin ich dran, liebe Leute, und wir wechseln das Team. Auf jeden Fall, das Lösungsrätsel ist... Scheiße, ich hab's vergessen. Nein. Ich weiß es eigentlich nicht mehr. Lederlappen. Lederlappen. Ja. Lederlappen. Ja. In allen Ländern sonst heißt er, glaube ich, Batman, aber... Nicht dort. Dave entscheidet sich für die Japaner. Ja. Mhm. Ich habe 20... Für die gelben Säcke. Ja, genau. Natürlich nur lieb gemeint. Ja, natürlich. Nicht abwertend. Man könnte auch grüne Punkte sagen. Könnte man auch sagen. Tun wir aber nicht. Haben wir aber trotzdem blaue gemacht. Engel das vielleicht. Ist jetzt natürlich komisch, ja. Das ist wohl... Die gelben Engel kommen. Die gibt's auch, ja. Ja, aber das ist wieder was ganz anderes, genau. Liebe Kinder. Das duale System. Das sehen wir in der nächsten Folge von Wer bin ich und wenn ja, wie viele? So. Dave Dern TV. Den kennen wir. Den kennen wir. Will ich hoffen, dass man den kennt. Mm-hmm. Rang ändern. Und den ersten, den wir nehmen, das ist ein Pyromane. Ja, wie nennst du denn deine Leute nach welchem Schema? Meine Leute benenne ich nach Charakteren, vor allem Protagonisten aus meinen bisherigen Let's Plays. Ah ja, okay. Das heißt, zuerst haben wir den Garrett aus... Garrett aus Thief Deadly Shadows. Ja. Das hoffentlich auch nochmal fortgesetzt wird bei dir. Das kann gut sein. Das ist schön. Erstmal zwar nicht, aber ich habe noch ein paar andere Sachen geplant. Aber okay. Es ist ja pausiert und nicht abgebrochen. Das heißt, da besteht die Chance. Da ich übrigens gestern mit dem Dave zusammen shoppen war, weiß ich sogar schon eventuell, was er demnächst vielleicht mal let's playen könnte. Ja. Ich war dabei, als er sich was gekauft hat. Ja, die nächsten beiden. Ja, da freut er sich. Ich hab Insider-Infos. Highlight des Jahres. Die kannst du jetzt teuer verkaufen an die Bild-Zeitung. Ja. Was denn? Nee, ist in Ordnung. Ja. Mach mal. Du hast dich gerade Jason genannt. Stimmt. Wie geil ist das denn? Ja, das ganze Gedanken ist er. Jason, ja. Welche Figur bei dir war denn Jason? Erzähl mal. Jason kommt sogar vor. Und zwar... Nicht in einem Let's Play von mir, aber in einem Video von mir, was ich für einen anderen YouTube-Kanal gemacht habe, für GameTube. Hey, ich muss mich doch irgendwie retten. Mein Gott. Ja. Und da heißt nämlich von Far Cry 3 der Hauptcharakter Jason Brody. Ja, das und ist deswegen, natürlich ein Argument. Ich wollte aber natürlich eigentlich eingehen. Aber über so viele Wege kann ich mir auch sämtliche Namen ausdenken, glaube ich. Nö, aber das passt hier auch. Aber also, James ist ähnlich. Ja, genau. Ups. Genau. So wollte ich ihn eigentlich auch erst nennen, aber das konnte ich dann leider nicht schreiben. Das ja, doch, mit irgendwelchen Punkten. Es war unschreibable und deswegen... Unschreibable. Nennen wir den nächsten Charakter. Du hast schon wieder Spyro mit V geschrieben. Schon wieder, ja, genau. Im allerersten. Ich wollte halt die römische Fassung schreiben. Ja. Aber. Jetzt schreibst du Spry. Spry, es ist schon spät, liebe Leute, müsst ihr wissen. Und das ist noch nicht mal so dahergesagt, das stimmt sogar. Ich kann mal ganz genau gucken, wie spät es ist. Es ist 23:46 Uhr. Genau, wir sind schon früh wach heute gewesen. Ja, na für dich früh, für mich war es normal. Für mich war es total früh. Für mich war es 9:30 Uhr, das ist für mich eigentlich schon Ausschlafen. Das ist für mich sehr früh. Für mich ist das Ausschlafen. Aber gut, ich bin auch ein Student, also... Richtig. Ich bin Arbeiter. Aber ich habe Urlaub. Ja. also. Noch. So. Your argument is invalid. Ach so. Ja. Und natürlich Lara. Wer ist denn Lara? Lara ist natürlich unsere... Tomb Raider. Ach, Tomb Raider. Tomb Raider. Ach so, ja gut. Dominöse. Ich frage mal ganz blöd für die, die es echt nicht raffen. Wer ist denn Spyro? Spyro ist... Ach ja, genau, das habe ich jetzt... James haben wir auch gar nicht gesagt. James ist natürlich James Bond, 007 Nightfire, was ich gespielt habe. Okay. Spyro ist aus Spyro 1 und Spyro 2. Das ist so ein kleiner, niedlicher, lila Drache, der die Welt rettet vor bösen Schurken. Ja. Gibt's eigentlich auch... Nee. Es gibt auch liebe Schurken. Ja, es ist ja das Phänomen, das ist ja zum Beispiel auch bekannt, dass... Es gibt wahrscheinlich genauso liebe Schurken, wie es tragische Helden gibt.
Das gibt's auch, aber es gibt sicher, das ist ja das Interessante, die halten sich ja alle für die Guten selbst, aber es gibt trotzdem so viel Scheiß in der Welt. Das ist halt das Problem. Uli Hoeneß. Das wollte ich, ja gut. Wen hatte ich denn zuletzt? Da hatte ich nämlich den George hatte ich da, ja, genau. Aus? Baphomets Fluch. Ah ja. Auch ein sehr, sehr schönes Let's Play, wie ich finde, muss ich nochmal wieder sagen. Weil ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass es doch nochmal fortgesetzt wird. Ja, bitte unterstützt mich, Leute. Das möchte er jetzt in aller Öffentlichkeit sagen, damit er mich dazu drängen kann. Es gibt noch zwei, drei andere Stammzuschauer bei dem Spiel, die habe ich gesehen, die haben auch immer fleißig kommentiert. Die möchten das bestimmt auch. Meldet euch! Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber ich brauche euch jetzt. So, Leute. Krabbeldecke, die vielleicht hast zweite. Dave jetzt bei der zweiten Aufnahme Glück und darf anfangen. Ja. Eben wurde aber jetzt weißt du leider schon, dass es da auch Minenfelder gibt. Das wusste er in der ersten Aufnahme nicht. Und du darfst anfangen. Ich darf sogar diesmal anfangen. Moment, ruhig. Konnichiwa. Ja. Wir wollen natürlich immer unsere Sprüche hören. Und der Kommentator ist nicht unser hier, was ist das? General war das, ne? Ja. Das Generalschwein, sondern das ist hier die Stimme von Eckard Dux. Wer ihn nicht kennt, der spricht Norman Bates oder hat Norman Bates gesprochen. Aber der ist ja gerade in dem Dingens, das spricht er ja nicht. Der spricht doch, ja nur der kommt gleich noch. Doch, der spricht echt? In dem Kampfgeschehen, wenn einer stirbt oder so, spricht der. Hast du es eben nicht mitbekommen? Ach doch, yo! Ja, und obwohl ich nehme lieber den. Oder hier auch, wer es kennt, wer sich für Hörspiele interessiert wie ich, er spricht auch Flitze Feuerzahn, den kleinen Drachen. Mhm. Oder auch bei drei Fragezeichen spricht er öfters mit. Eckard Dux hat eine sehr geile Stimme, die werdet ihr gleich hören. Das treffe ich nicht. Ach, schöne alte Stimme für Jigsaw. Den wollte ich extra haben, weil ich wusste, dass der Graf eine alte Stimme hat. Genau. So. Ach, guck mal, die Zeit läuft auch erst los, wenn ich... Ja. Nee, doch nicht. Okay, nee. Passt. Gut. Aber wir haben ja Zeit massig. Wir haben Zeit. Geld haben wir nicht. Da du dich hier so schön platziert hast und das nicht geklappt hat, versuche ich dich jetzt in den Minenfeld zu schießen. Mhm. So. Ja, natürlich. Und dann hören wir auch gleich Eckard Dux. Das möchte ich euch ja natürlich vorführen. Das ist der einzige Grund. Nur deswegen möchte ich... wie heißt er jetzt hier? Nur deswegen, Garrett töten. Nur deswegen werden Kriege geführt auf der Welt, liebe Leute. Ist doch ein fairer Kampf. Ja. Jigsaw gegen Garrett, das ist ja... Was meint ihr, warum die USA in den Irak einmarschiert sind? So, wollen wir mal gucken, was Jigsaw erzählt. Kommt gar nicht. So, und? Achtung! Das Oberkommando befiehlt gegenseitiges Schulternklopfen. Warum immer ich? Nee, dir klopfe ich die Schulter nicht. Dir klopfe ich ganz woanders hin. So, James, du bist dran. Ja. James hat voll die Kinderstimme, wenn ich das mal so sagen darf. Es geht gut los, aber, liebe Leute... Du wolltest die Kuschelkrabbeldecke. Ja, deswegen heißt das ja nicht, dass du mich hier so... Du hast dich doch so sinnvoll platziert neben das Minenfeld. Was soll ich machen? Ja. Theoretisch könnte es jetzt immer so weitergehen. Der nächste Baller, der nächste ins Minenfeld, dann immer wieder so weiter. Ja, eben, ja. Super. Ja. Na, ja, also, das sehe ich gar nicht ein. Oh ja, mach mal. Ja. Ich bin ja mal gespannt, jetzt wäre es unter dem... Wer so kommentiert da, wer ist denn für wen? Wie viele sind denn wirklich für den Dave und wie viele sind denn für den Alex? Das würde mich aber interessieren. Ja, du hast natürlich den Vorteil, weil das jetzt ja auf deinem Kanal hochgeladen wird. Ich werde es natürlich irgendwie bei mir auch und deswegen weckt ihr mich auf. Verlinken. Freddy! Freunde, macht ihr euch so nicht. Aber man kann es nicht jedem recht machen. Josh. Ringfrei sagt Michael Myers. Natürlich. Ja. Wir müssen mal gucken, wie jetzt hat er es. Sein Ohr hat er wieder verloren. Ja, mein Ohr wieder rausgerissen hier. Und ich fummel ihm wieder. Ja, er steckt mir wieder seinen Finger ins Ohr, super. Mhm. Aber ich höre. Heidewitzka, Herr Kapitän. So, wo sind denn die ganzen Schweine? Da hinten. Ach, der ist ja schon wieder bei mir. Das ist in diesem Spiel noch nicht mal eine Beleidigung. Hab ich schon. Ach, ich. Klauen kann ich gar nicht, ne? Nee, ich kann mich tarnen. Ja, mach mal. Man sieht auch überhaupt nicht, wer du bist, obwohl du ein Fragezeichen auf der Kiste hast. Ja, das ist gut, ne? Ich versuche mal mit dem Granatwerfer umzugehen. Übrigens, liebe Leute, falls ihr nicht genug von Frontschweine bekommen könnt, dann guckt euch das Let's Play auf Alex Kanal dazu an. Oder und mein Best-of dieses Let's Plays auf meinem Kanal. Ich versuche mal was ganz Crazyes. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie der Granatwerfer so funktioniert. Ja, mach mal. Ich versuch mal. Gibt's den so im richtigen Spiel ohne Weiß? Ach, ich wusste den zu. Hi, ja. Gibt's den so im normalen Spiel? Ich glaub nicht. Normale Waffe? Nee, ne? Das passte sogar ganz gut. Spyro mit seiner Stimme. Hi! Ja, das ging.